Der Speer des Leonidas ist eines der wichtigsten Objekte in Assassin's Creed Odyssey. Nicht nur dient er Cassandra oder Alexios als Schildersatz in Kämpfen, sondern er kann auch bis zu 6-mal aufgerüstet werden. Um den Speer aufrüsten zu können, benötigt ihr zwei Dinge. Zum einen braucht ihr Artefaktfragmente, welche ihr von getöteten Kultisten bekommt. Zum zweiten müsst ihr die uralte Schmiede freigeschaltet haben. Das Ganze passiert nach Ende des ersten oder zweiten Aktes der Hauptstory. Um den Speer dann aufzurüsten, müsst ihr nur die uralte Schmiede betreten. In der Schmiede selbst gibt es dann eine Vorrichtung, in der ihr den Speer einfach platziert. Und tada! Der Speer wird aufgerüstet. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Neuübertragung. Kontakt aufgenommen. Doch was genau bringt es, den Speer aufzurüsten? Zum einen schaltet ihr ein zweites bzw. drittes Set an Fähigkeitsrädern für eure Nah- und Fernkampftalente frei. Andererseits könnt ihr nur mit einem Speer der Stufe 5 alle drei Punkte auf ein Talent verteilen. Das war im Großen und Ganzen alles, was ihr über den Speer des Leonidas wissen müsst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch weiterhelfen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert bitte meinen Kanal für weiteren gaming-bezogenen Content. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.